Ich sage nicht, die Juden bauen keinen Tempel. Ja, ich sage auch nicht, die Juden bauen einen Tempel. Beides sage ich nicht, weil ich das nicht weiß. Es kann sein, dass die Juden noch einen dritten Tempel in Jerusalem bauen. Ich weiß das nicht. Ja? Was ich weiß ist, dass in der Bibel von einem solchen dritten jüdischen Tempel für die Endzeit nichts geschrieben ist, sondern dass der Tempel Gottes in 2. Thessalonicher 2 von den Auslegern immer als jüdischer Tempel erklärt wird. Und das kann nicht sein. Dann gehen wir nach Hause. So lange bleiben wir noch hier. Ja, und der eine bringt 30-fältig, der andere 60-fältig und der andere 100-fältig Frucht. Ja? Und wenn wir durchgerichtet sind und die Zeit fertig ist, dann gehen wir heim. Ja? Also und dieses Thema Stellung und Wandel, Gesetz und Gnade, das ist so wichtig, weil wir uns dann verstehen und wir empfinden uns oft wetterwendig. Manche Tage finden wir uns toll, finden wir uns gut, wir machen alles richtig, wir machen stille Zeit und wir beten wie die Weltmeister und haben Zeugnis gegeben auf der Arbeit und wisst ihr so, wo die Sonne scheint im Glaubensleben und andere Tage gibt's wieder, da geht gar nichts, ja, dann hat man gelogen oder die Halbwahrheit gesagt oder man war halt feige und hat im Geschäft oder auf der Arbeit nichts von Jesus gesagt und hat halt den Mund gehalten und fühlt sich angefochten, versteht ihr? Und das ist der Wandel, das ist wetterwendig. Manchmal scheint die Sonne, manchmal sind die Wolken da, wir sehen das ja jetzt auch, ja. So empfinden wir uns. Das ist die Empfindung des natürlichen Menschen, der auch religiös ist, aber es ist der natürliche Mensch. Und in diese Misere rein ruft uns Gottes Wort hinein, ihr seid erwählt von Christus. Und dann sagt er, das ist unglaublich. Also warum sind wir erwählt? Welchen Grund hätte Gott uns zu erwählen? Keinen. Ja? Und die Bibel sagt, es ist alles gut geworden, deine Schuld ist dir vergeben, leb in der Gnade und geh Tag für Tag, geh weiter, geh den Weg. Das ist der Weg, den ihr gehen sollt, Jesaja. Ja? Und in diese seelische Misere, wo wir uns immer oft verstricken drin, ruft Gott uns in der Predigt durch sein Wort, wie so geistliche Chiropraxis, da renkt uns Gottes Wort wieder ein, ja? Wo die Schulter ausgerenkt ist und die Knie und man... Ja? Das soll die Predigt eigentlich tun, den geistlichen Menschen wieder gerade hinstellen. Manchmal muss sie ihn kritisieren, manchmal darf sie auch ein bisschen schimpfen. Sie soll nie bitter sein, ja? Aber sie darf auch schon mal ermahnen. Und oft darf sie auch ermutigen, und im Griechischen ist das, glaube ich, dasselbe Wort. Ermahnen und ermutigen ist dasselbe Wort. Wachstupfen. Ja? Und deswegen ist Predigt so wichtig, dass sie uns das verstehen lässt. Wir empfinden uns oft anders. Die Gerechtigkeit Christi empfinden wir überhaupt nicht. Die ist uns nicht zu eigen. Die wird uns zugerufen im Wort Gottes, durch Gottes Geist, in der Predigt. Ja? Denn der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt immer aus dem Wort Gottes. Immer, immer, immer. Wenn die Predigt nicht aus dem Wort Gottes kommt, ist das ein Referat oder ein Vortrag, aber keine Predigt. Ja? Die Predigt muss aus dem Wort Gottes kommen. Und der Glaube kommt aus solchen Predigten. Das hat Europa verändert. Ja? Gut, also nur mal so als... Ja, aber ihr findet im Neuen Testament nie, dass der Paulus sagt, haltet die Gebote, sondern der Paulus sagt, zieht den neuen Menschen an und legt den alten ab. Der Paulus sagt auch nicht, haltet die Gebote des Mose, der sagt, bringt Frucht. Wer kann denn nur Frucht bringen? Na, jemand, der lebendig ist. Ja, ein Stein bei unserem Gartenweg, der bringt keine Frucht. Wir haben einen Himbeerstrauch bei uns, dann machen wir hier wieder weit, wir haben einen Himbeerstrauch im Garten. Und im Sommer hat meine Frau Rasen gemäht und ich Himbeeren gegessen. Das ist unfair verteilt, aber das war so, ja? Also habe ich der Anja gesagt, Anja, der Himbeerstrauch hat Himbeeren. Ja, sagt sie, ich weiß. Sag ich, weißt du, warum der Himbeerstrauch Himbeeren bringt? Sagt sie, nee. Sag ich, weil das ein Himbeerstrauch ist. Der kann nicht anders. Ja? Christen bringen Frucht. Warum? Weil die lebendig sind. Wenn sie keine Frucht bringt, sind sie nicht lebendig. Ja? Wir halten nicht das Gesetz, wir bringen Frucht. Schafe kann man zu überhaupt nichts gebrauchen in der Landwirtschaft. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Außer, dass man sie irgendwo hinstellt und ihnen Futter gibt. Und dann bringen die von selbst Wolle. Ja? Schafe kannst du nicht für einen Pflug gebrauchen. Nicht lange auf jeden Fall. Ja? Ja? Das ist dumm. Der Landwirt wäre ja dumm, wenn er sowas macht. Ein Schaf, mit dem Schaf kannst du nicht in die Stadt reiten, wenn die Stadt etwas weiter weg wäre, ja?
oder zumindest ich in meiner Statur, wird kaum funktionieren. Ja? Wofür sind denn Schafe gut? Ha, für gar nichts, außer dass sie wollen. Die bringen Frucht. Ja? Ein Esel ist anders. Ein Esel sollst du nicht irgendwo hinstellen, dass der einfach nur Gras wegfrisst. Ein Esel soll Säcke in die Stadt tragen, das ist ein Lasttier, der soll mich tragen, ja, und die Säcke zum Müller, dafür ist der Esel da. Der Esel soll arbeiten, ja. Die Schafe bringen Frucht. Hier ist die Gesetzesseite, wo die Esel sind. Die arbeiten. Und hier ist die Gnadenseite, wo die Schafe sind. Die lagern sich um den David und hören den gerne Harfe spielen, ja, und bringen einfach Frucht. Einfach, warum? Weil es Schafe sind. Die essen Schafe nur Gras bis zur Wurzel, damit es wieder wächst. Aber der Esel ist doof, der frisst alles auf. Auch, ja, Ziegen auch, glaube ich, ne? Schafe sind ein bisschen dezenter auch, ja? Mhm. Schönes Bild, die Schafe müsste man besser kennenlernen. Ja. Ein Prediger hat gesagt, der Schafhirte hat sich auch noch nie der Reste der Schafe geschämt, die die auf der Straße hinterlassen, wenn man die so kurz auf die andere Weide treibt, ja? Der schämt sich da nicht. Aber die Schafe sind für mich ein ganz schönes Bild eigentlich dafür, für den Gnadenmenschen. Während der Esel ein Bild ist für den Gesetzesmenschen. Der Gesetzesmensch sagt zu den Gnadenkindern immer hier, das geht aber nicht Christ sein, ohne was zu machen. Ihr müsst doch was tun. Also nur ein Fisch aufs Auto kleben, das genügt nicht. Es muss schon ein Thunfisch sein. Ja? Ihr müsst was tun. Ja? Ja? Deswegen habe ich so geschmunzelt, als wir nach Thun gefahren sind. Ich habe da, ob ich da auch Thunfische auf dem... Ne, wir haben aber Christen in der Fußgängerzone getroffen, das war schön, ja? Aber der Esel, der sagt, ha, 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 hier einfach Schaf sein, gell? Das geht nicht. Nächste Woche du auch einen Sack mindestens, ja? Hängematten-Christentum, wie geht denn sowas? Ja? Der Esel sagt, ich komme aus einer Eselsfamilie. Wir sind stolze Esel. Mein Vater war schon ein Esel, mein Opa war schon ein Esel. Wir sind alle Esel. Ich will, ja, ihr versteht das. Der Gesetzesmensch muss sich beweisen, dass er Christ ist. Der muss was tun. Der muss in der Gemeinde eine Aufgabe haben oder irgendwas besonders gut können als andere, weil dann kann er sich ein bisschen absetzen. Er kann sagen, ich bin ein Esel, schau mich an. Ja? Du kannst vom Esel keine Wolle nehmen. Ja? Dafür ist er auch nicht da. Der Esel wird gezeigt in der Bibel als ein lastbares Tier. Und von Issachar wird gesagt, dass er sich als knochiger Esel zwischen die Hürden gelagert hat. Das ist ein Gesetzesmensch in der Endzeit, der hat null Frucht, der ist abgemagert bis zum geht nicht mehr, der hat einen Burnout, dem macht der Glaube keinen Spaß mehr, der hat sich hingelegt auf den Boden, der hat keine Lust mehr an Jesus und am Evangelium, der hat sich müde gearbeitet, weil er es aus eigener Kraft gemacht hat. Ja? Bitte? Einmal hat er in der Bibel geredet. Der Esel. Ja, der Esel kommt gut weg in der Bibel. Also ein Bruder hat mal gesagt zu einem mir bekannten Pastor, du, ich bin immer der Esel in der Gemeinde. Hat er gesagt, du, der Esel kommt gut weg in der Bibel. Der war bei Jesu Geburt, ja, an der Krippe. Der hat sogar geweissagt dem Bileam, ja. Ja, den Propheten, ja. Ja, ja, ja. Ihr versteht es, das ist ein Bild, ja. Und ich glaube, weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, Saul und David. Saul wird gezeigt, wenn er auftaucht in der Bibel, dass er den Eseln seines Vaters hinterherläuft. Ja, David wird gezeigt, wenn er auftaucht in der Bibel, als jemand, der Psalmen dichtet und die Schafe lagern sich friedlich um ihn. Ja, David wird gezeigt, das ist ein Bild des Friedens und der Wonne und der Kraft, weil als der Bär und der Löwe kommt, hat der David genug Power, um gegen Bären und Löwen zu kämpfen und die Schafe zu verteidigen. Ein Bild des Friedens, der Kraft, der Freundschaft, der Ruhe. Das ist Gnadenbotschaft, das ist Evangelium. Saul wird uns gezeigt als jemand, der den Eseln seines Vaters hinterherläuft, um daraus eine Gemeinde zu machen, um daraus eine Herde zu machen. Hört ihr den Unterschied? Das sind zwei Arten zu glauben. Das sind zwei Könige, zwei Königreiche. Der Saul soll die Esel seines Vaters wieder finden und er sagt, mein Vater sollte sich mal um mich, um uns kümmern, nicht um die blöden Esel. Ja, außerdem hat Saul, weiß nicht, wo der Mann Gottes wohnt, weiß nicht, wo der Samuel wohnt, er hat kein Proviant mehr dabei, er hat keine Orientierung, er hat kein Essen, er ist unmutig, das ist Burnout. Ja? Und er läuft, das ist für mich so ein Bild für, Entschuldigung, wenn ich das so frontal sage, so ein Bild für modernen Gemeindebau.
Die Pastoren alle Burnout und man muss ja was machen und was tun. Es ist von allem viel zu viel und es ist auch zu viel vom Falschen. Und man versucht aus Eseln eine Gemeinde zusammenzubauen. Und man hat eigentlich keinen, man ist, hat auch keinen Mut und keine Freude mehr an dem Ganzen. Und dem gegenüber seht ihr, wie der David Psalm 23 dichtet und auf der Harfe singt und schaut seine Schafe an und singt: Der Herr ist mein Hirte. Ja? Der schaut die Schafe an und sagt: Ja, ich bin euer Hirte, ich passe auf euch auf. Dann denkt er kurz nach und sagt er: Ja, aber der Herr ist mein Hirte. Und so fängt der Psalm 23 an. Ja? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja? Und dieses friedliche Bild zeigt uns die Bibel, das ist ein anderes, ein neues Evangelium. Das ist nicht das Gesetzesevangelium. Die Gesetzesleute werden das Evangelium mit dem Gesetz vermischen. Die werden euch sagen: Ja gut, alles, was wir tun können im Gesetz, wir müssen das Gesetz halten, und da, wo wir das Gesetz nicht halten können, dafür ist dann Jesus gestorben. Das ist so ein Mischmasch zwischen Gesetz und Gnade. Das heißt, sie weben ihre Kleider der Gerechtigkeit aus gemischtem Garn. Das ist verboten im Gesetz. Denn ihr Kleid der Gerechtigkeit ist ein Teil Anstrengung und ein Teil Vergebung. Das darf man nicht. Das ist im Gesetz verboten. Entweder ganz das Gesetz oder ganz die Gnade. Petrus sagt: Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das genügt im Glauben. Ja? Und legt den alten Menschen ab in den neuen. Und was sollen wir sonst tun? Naja, wir sollen warten darauf, wir sind wartende darauf, dass Jesus wiederkommt. Und in der Zeit geben wir Zeugnis von der Hoffnung, die in uns ist. Das ist die Aufgabe Jesu. Und wir sollen Christus darstellen. Das ist viel mehr als das Gesetz zu halten. Ja, wir sind befreit, Leute Christi zu sein. Nur missbraucht diese Freiheit nicht als Deckmantel der Bosheit, sagt Paulus den Galatern. Ja? Das sollen wir nicht tun. Aber wir sind frei vom Gesetz, weil wir gebunden sind an Jesus. Wir sind Jesus-Leute geworden. Ja? Und die Welt soll an uns Jesus sehen. Wir sind das geschriebene Wort Gottes an die Welt. Deswegen soll unser Wandel auch ordentlich sein, liebevoll sein, vorbildlich sein, diszipliniert sein manchmal einfach. Ja? Manchmal gibt man den alten Menschen in den Tod. Ja? Manchmal stirbt man seinen Begierden für seinen Ehepartner. Das kann ja sein. Ja? Manchmal lässt man Dinge sein für die Gemeinde Jesu, wo man gerade einen Auftrag hat. Ja? Manchmal seid ja ihr auch auf geheiligten Wegen und sagt: Ich enthalte mich dieses und jenes Dings, weil der Herr hat mich da und da hingeschickt, dort und dort Gemeinde zu bauen oder zu predigen. Oder dann, wenn ich irgendwo hingehe zum Predigen, dann höre ich morgens im Auto kein Radio. Ich mache das bewusst nicht, ja? Weil ich mir das Zeug jetzt nicht vorher noch alles in den Kopf tun will, weil das Herz soll sauber auf die Kanzel kommen. Manchmal gibt es so Wege, wo man sich Dinger enthält, ja? Und danach höre ich auch wieder Radio. Alles zu seiner Zeit, ja? Aber so Sachen gibt es halt einfach im Glaubensleben. Jetzt habe ich einen ganz langen Ausflug gemacht, den ich gar nicht machen wollte, ja? Aber das Gesetz Gottes, das wird kommen, das vom Sinai, und danach wird die Welt gerichtet werden. Dieses Weltengericht wird kommen. Das ist der Fluch, der ausgeht über das ganze Land, ja? Ich will ihn ausgehen lassen, spricht der Herr Zebaoth, dass er soll kommen über das Haus des Diebes und über das Haus derer, die bei meinem Namen falsch schwören, beim Namen Gottes falsch schwören. Und er soll bleiben in ihrem Hause, in ihrem Privathause, ja, und soll es verzehren samt seinem Holz und Steinen. Deren Haus wird verzehrt. Und vielleicht noch ein anderes Haus, das schauen wir uns nochmal an. Weil, das haben wir schon gesehen, wir haben hier noch ein Haus, was noch gebaut werden soll. Das gucken wir uns jetzt noch an und dann sind wir auch komplett. Habt ihr noch Geduld dafür oder sollen wir es morgen? Habt ihr noch? Ja? 9 Uhr Punkt machen wir Schluss, ja? Ist das okay? Ja? Also das letzte Nachtgesicht, was wir haben, ist diese Frau im Eva oder Epa, ich glaube Eva heißt das, ja? Da haben wir auch schon am Anfang kurz drüber gesprochen. Das 8. Nachtgesicht haben wir ja schon ganz am Anfang uns angeschaut. Das ist jetzt das 7. Da steht: Und der Engel, der mit mir redete, ging heraus und sprach zu mir: Hebe deine Augen auf und siehe, was geht da heraus? Und ich sprach: Was ist's? Er aber sprach: Ein Eva geht heraus. Und sprach: Das ist ihre Gestalt im ganzen Land. So nach dem Motto: Das, was hier drin ist, diese Gottlosigkeit, so sieht es im ganzen Land aus. Das ist ihre Ausprägung. Die Ausprägung der Gottlosigkeit im ganzen Land. Homosexualität, Ehebruch, Kinderhandel, Kindesmissbrauch,
Korruption, Bestechung, soll ich auch weitermachen. Das könnte man ja stundenlang fortführen, oder? Das ist ihre Gestaltung, weil das ist unsere Zeit heute. Wir haben uns an vieles schon gewöhnt. Ja? Vieles schon. Das ist ihre Gestalt im ganzen Lande. Und siehe, es hob sich ein Zentner Blei, und da war ein Weib, das saß im Eva. Er aber sprach, das ist die Gottlosigkeit. Und er warf sie in das Eva und warf den Klumpen obendrauf ins Loch. Ja? Eine abfällige Geste. Und dann steht Vers 9, und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, zwei Weiber, zwei Frauen gingen heraus und hatten Flügel, die der Wind trieb. Es waren aber Flügel wie Storchflügel. Und sie führten das Eva zwischen Erde und Himmel. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wo führen die das Eva hin? Er aber sprach zu mir, dass ihm ein Haus gebaut werde im Land Sinea und bereitet und es daselbst gesetzt werde auf seinen Boden. Ja? Ich habe das genannt, die Bundeslade der Gottlosigkeit. Wir haben am Anfang schon mal drüber gesprochen. Das ist auch ein Holzgefäß, ein profanes Hohlmaß, mit dem Weizen abgemessen wurde. Das ist was, was jeder im Keller stehen hatte oder in der Speisekammer oder im Stall. Da wurde der Weizen mit abgemessen. Das war so ein das war nichts Heiliges. Ja, das war etwas ganz Profanes. Und auf diesem Profanen ist kein goldener Deckel wie auf der Bundeslade, sondern einer aus Blei. Und in dieser Bundeslade, in diesem Eva drin, war nicht Gottes Wort, die 10 Gebote und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, ja, und das Manna, sondern hierin war die Gottlosigkeit. Das ist eine gottlose Bundeslade. Diese Bundeslade steht auch nicht auf einem Gestell im Allerheiligsten, wie die Bundeslade das in der Stiftshütte tat, sondern diese steht auf dem blanken Boden. Kommt darauf an, was für eine Übersetzung ihr habt. Wird auch unterschiedlich übersetzt. Ich habe hier die alte Luther. Ich finde, das passt ganz gut. Das wird einfach auf den Boden gestellt. Das ist ein profanes Ding. Gottlosigkeit rein, Deckel drauf, fort, ab damit. Abtransport, Storchenflügel. An seinem Orte, ja genau. Ja, und dieser Ort kann auch Boden sein. Ja, also je nachdem, wie man es übersetzt. Was damit ausgedrückt wird, ist, das ist nichts Heiliges. Das ist etwas schmutzig Profanes. Das ist etwas Gottloses. Babylon, genau. Sinea ist eigentlich ein poetischer Name für Babylon. Und jetzt kommt was Erstaunliches, dass nämlich dieser gottlosen Bundeslade ein Haus gebaut werden soll im Lande Sinea und dass es dort bereitet wird und auf den Boden gesetzt wird. Und wenn überhaupt in der Bibel von einem dritten jüdischen Tempel die Rede wäre, der gebaut wird, dann würde ich sagen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das die Bibelstelle wäre, wo man das ableiten könnte. Dass dieser Gottlosigkeit in der Endzeit noch ein Haus gebaut wird, ein Naos, ein Tempel, ja, ein Haus Gottes, im Sinia, aber an einem anderen Gott, nämlich der Gottlosigkeit. Als ob die Hure Babylon da drin ist. Kann man das verstehen als Bild? Ja? Und jetzt sagt dieser Bibeltext, dieser gottlosen Bundeslade soll ein Haus gebaut werden in Babylon. Könnte es sein, dass Babylon eine Umschreibung ist für das endzeitliche, abgefallene, gottlose Jerusalem? In Klammern Offenbarung 11. Ja, dessen Name heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt ist. Kennt ihr die Stelle? Offenbarung 11, wenn ihr das aufschlagen wollt. Da wird Jerusalem bezeichnet als Sodom und Ägypten. Vers 8, und ihre Leichname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, die geistlich heißt Sodom und Ägypten, da auch ihr Herr gekreuzigt ist. Wo ist Jesus gekreuzigt worden? In Jerusalem. Ja, dieses Jerusalem wird in der Zeit, wenn der Antichrist dort herrscht, so finster und so gottlos werden, wie Ägypten und Sodom. Wie ist doch die fromme Stadt so zur Hure geworden? Jesaja 1. Jerusalem wird zur Hure Babylon. Alle
Vögel und alle unreinen Geister finden sich in dieser Stadt. Wenn der wiedergeborene Überrest in Jerusalem getötet worden ist vom Antichrist, herrscht in Jerusalem der Antichrist und der falsche Prophet. Und die werden dort ein okkultes Regiment aufbauen, das die Welt noch nie gesehen hat. So. Das werden die offen tun. Das, wo wir uns jetzt oftmals drüber erschrecken, unser unter vorgehaltener Hand sagen, was so langsam ans Tageslicht kommt hier, was hier so getrieben wird, Land auf, Land ab, das wird dort offen zelebriert. Da war auch viel drin. Die hat das auch gezeigt. Ja? Die trägt ja auch die beiden Tempelsäulen, Boas und Jachin, durchs Bild. Ist ein Freimaurersymbol geworden auch. Ja? War ja eine biblische Aussage für die beiden Zeugen. Die Freimaurer missbrauchen das auch für ihre Symboliken. Ja? Was ich damit nur sagen will, dass die Bibel hier tatsächlich für die Endzeit sagt, dass ihm, also diesem Eva mit der Gottlosigkeit drin, noch ein Haus gebaut wird, und zwar im Lande Sinea. Und welches Haus könnte das sein? Ich sehe kein anderes, als dass das abgefallene, gottlose Jerusalem ist in der Endzeit. Ja? Das wird viele sagen zu mir, ja gut, aber die beiden Zeugen, wenn die jetzt 3,5 Jahre ohne beerdigt zu werden auf der Gasse der Jerusalems liegen, das ist ja schauerlich, das ist ja auch Verwesungsgeruch. Ja, sag ich genau. Aber die Leute, die sich dann in Jerusalem aufhalten, die finden das super. Verwesungsgeruch. Ich rede jetzt über, das ist eine finstere Zeit. Jesus sagt, das ist eine Zeit, wie sie nie gewesen ist und nie wieder werden wird. Die gottlosen Vögel, die sich dann in dem Sodom und Ägypten, Jerusalem aufhalten, werden Verwesungsgeruch als etwas Tolles empfinden. Die sind komplett anders drauf als wir. Das ist so, ja. Ja? Das beschreibt die Bibel sehr zurückhaltend, wenn sie sagt, dass die Leichname der beiden Zeugen werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, die geistlich Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt ist. Unglaublich, ja? Dass die Königsstadt Jesu zu Sodom verkommt. Mit Sodomie und zu Ägypten. Doppelte Finsternis. Ja? Dann, wenn Christus wiederkommt, wird sich das ändern. Aber die Stadt Jerusalem wird so eine Phase, wird die erleiden müssen. Und ob dann unter Umständen in diesem gottlosen Jerusalem noch ein Tempel gebaut wird, der aller Gottlosigkeit dient. Ja? Ja, kommen wir. Ja? Ja? Ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Also die zwei Weiber sind die das Eva tragen. Die haben Storchenflügel, die tragen das. Und in dem Eva drin ist die Gottlosigkeit, die auch symbolisiert ist als eine Frau. Also insgesamt sind es drei Frauen. Drei Frauen. Eine sitzt im Eva, die sieht man nicht, da ist der Deckel drauf. Und die anderen zwei tragen dieses Eva in die Luft, ja? Ja, der Storch ist eigentlich ein unreines Tier, ja? Storch ist eigentlich ein unreines Tier, aber der Adler ist eigentlich auch ein unreines Tier. Gott vergleicht sich auch schon mal mit dem Adler, der Israel aus Ägypten auf Adlersflügeln getragen hat. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass man das hier als unrein unrein auch sieht. Also der Storch wird mehrfach im Gesetz des Mose als unreiner Vogel beschrieben. Alles hier ist unrein dran. Profan, unrein, schmutzig, gottlos. Ja, das wird billig gezeigt als minderwertig in allen Richtungen. Ja. Und irgendwie wird dieser Gottlosigkeit in der letzten Zeit, und vielleicht ist das eine eine Umschreibung für das babylonisch entartete Jerusalem. Denn es würde keinen Sinn machen, dass sowas in Babylon, also in Iran, Irak aufgebaut würde. Das ist dann in der Endzeit in Jerusalem. Ja. Aber kann man nachvollziehen, oder? Ich sage nicht, die Juden bauen keinen Tempel. Ja, ich sage auch nicht, die Juden bauen einen Tempel. Beides sage ich nicht, weil ich das nicht weiß. Es kann sein, dass die Juden noch einen dritten Tempel in Jerusalem bauen. Ich weiß das nicht. Ja? Was ich weiß ist, dass in der Bibel von einem solchen dritten jüdischen Tempel für die Endzeit nichts geschrieben ist, sondern dass der Tempel Gottes in 2. Thessalonicher 2 von den Auslegern immer als jüdischer Tempel erklärt wird. Und das kann nicht sein. Versteht ihr den Unterschied? Ja? Also ich sage nicht, es wird nie ein Tempel in Jerusalem gebaut.
Ich sage auch nicht, der Tempel muss gebaut werden, so wie Roger Libby sagt, der Tempel muss noch kommen. Die Zeit, wo wir keinen Tempel in Jerusalem haben, die wird zu Ende gehen, der wird gebaut werden. Das sage ich nicht, ja? Weil Paulus schreibt vom Tempel Gottes, in den sich der Antichrist setzt. Und jetzt sagt Roger Libby, ein Tempel Gottes, in den der Antichrist sich setzt, ist ein Tempel, den die Juden noch bauen müssen in Jerusalem. Und ich sage, nein, wenn die Juden einen Tempel bauen würden, wäre das kein Tempel Gottes, sondern ein eigenwilliger Tempel, in dem die falsche Priesterordnung herrscht, in dem das falsche Priestertum praktiziert wird, in dem ein Opfer geopfert wird, das nichts mehr nützt, ja, in dem eine rote Kuh für Reinigung sorgen kann, die nicht funktioniert. Und das ist alles schon in Christus. Also ist der jüdische Tempel nicht der Tempel Gottes? Und ich weiß nicht, warum Roger Libby das so nachdrücklich sagt. Ich habe mir alle Stellen angeguckt, die er rausgeschrieben hat, 10, 12, 15 Stellen aus dem Alten Testament und Neues Testament, aus der ganzen Bibel, und habe die mir alle angeschaut, und ich kann von keiner Stelle sagen, dass das auf einen dritten jüdischen Tempel deuten würde. Bitte? Ach so. Ja. Gut, ja, die Bemerkung kommt immer, bin ich dankbar für, ja, das ist ein guter Hinweis. Menschen tun viele Dinge. Ja, auch die Juden. Die Tatsache, dass sie viele Sachen schon fertiggestellt haben sollen, ob das eine Tatsache ist, weiß ich nicht. Aber die angebliche Tatsache, dass sie schon fertig wären mit den Gewändern und mit den Opferriten, die einzustudieren, sagt von der Bibel her nichts. Ja? Es ist für das Kommen Jesu ist es nicht notwendig, dass ein Volk im Nahen Osten, das nicht mehr sein Volk ist, ohne Geist und ohne Glauben an seinen Messias ein Haus baut. Das ist nicht notwendig für das Kommen Christi. Entsprechend im Alten Bund, ja. Das Kommen Christi ist nicht abhängig von Menschen, nicht mal von dem Tempelbau, den die Juden planen. Das macht Gott anders. Gott wird doch bauen seinen Tempel, oder? Der Zemach will doch seinen Tempel bauen. Wie baut er denn ohne Heer und ohne Kraft durch seinen Geist? Das haben wir doch gelesen die ganze Zeit, ja. Wir wissen auch davon, dass Jerusalem wiedergeboren wird, und zwar durch Gottes Geist wiedergeboren wird. Nicht durch die Belagerung, durch ein Heer wird Jerusalem wiedergeboren. Jerusalem wird während einer Belagerung wiedergeboren durch Gottes Geist. Gottes Geist wirkt das. Hat er bei euch ja auch. Macht er dann dort auch. Ja? Und dann ist Gottes Haus gebaut. Dann ist Gottes Tempel. Deswegen sage ich, Moment noch kurz, ja? Nur, dass ich den Gedanken noch fertig mache. Dass Israel in Gänze ein Tempel ist. Ja, und wenn Israel zerbricht, wird der Norden zum Vorhof, und dann haben wir ein Heiligtum und ein Allerheiligstes und ein Altar. Und wenn Jerusalem wiedergeboren ist, haben wir auch eine Priesterschaft. Dann hat Gott seinen Tempel gebaut. Dann ist der Tempel fertig und betriebsbereit. Nach der richtigen Priesterordnung. Nach Gottes Geist. Ja? Das heißt, wir bekommen eine komplett neue Perspektive für diese endzeitlichen Dinge. Und wir wissen auch, warum in der Bibel nicht steht, der Tempel muss erst noch physisch baukonstruktiv gebaut werden, sondern die Bibel setzt den nur voraus für die Endzeit. Warum? Weil die Mauern Jerusalems schon fertig sind. Was noch fehlt, ist die geistliche Wiedergeburt in diesen Mauern. Wie sie damals schon war, so kommt sie in der letzten Zeit. Dann hat er seinen Tempel gebaut. Der Königpriester. Ja? Das ist, denke ich, die Perspektive, die wir haben. Und die Pastoren und die Ausleger sagen, also ich kenne kaum jemand, der das anders sagt, ja. Die sagen alle, wenn der Antichrist sich in einen Tempel setzt im Nahen Osten, dann muss der noch gebaut werden, der muss noch kommen. Dann sage ich, ja, der Antichrist setzt sich doch gar nicht in den Tempel. Der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Das ist ein Unterschied. Hindu-Tempel ist auch ein Tempel, oder? Der Antichrist setzt sich nicht in irgendeinen, er setzt sich in den Tempel Gottes. Und immer wenn Paulus vom Tempel Gottes schreibt, immer, meint er die Gemeinde Jesu. Ihr seid ein Tempel Gottes, euer Leib ist ein Tempel Gottes, ihr seid ein Tempel im Heiligen Geist. Das ist uns ganz geläufig. Warum machen wir das nicht durchgängig bis 2. Thessalonicher 2 und sagen, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes? Habt ihr da noch Nerven für? Also die Theologie hat jetzt ein Problem, weil die Theologie sagt, ja, Moment, also der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes, jetzt machen wir mal eine Wortstudie zum Tempel Gottes. Dann listen die alle Stellen in der Bibel auf, wo Tempel Gottes steht, das sind so anderthalb Handvoll, 6, 7, 8 Stellen, beim Paulus, Petrus,
Er baut euch als lebendige Steine. Der Tempel Gottes ist immer die Gemeinde. Die neutestamentliche Gemeinde ist ein geistlicher Tempel. Der Eckstein war Jesus. Brecht diesen Tempel ab. Ich will ihn am dritten Tage wieder aufrichten. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Sein Leib war ein Tempel Gottes. Euer Leib ist ein Tempel Gottes. Ein Tempel Gottes. Ja? Und die Gemeinde in Gänze auch ein Tempel Gottes. So, jetzt hat man immer überall im Neuen Testament steht, Tempel Gottes ist die Gemeinde Jesu. Jetzt will man das theologisch, exegetisch nicht verlassen, das Prinzip, und will das beibehalten, auch in 2. Thessalonicher 2, und sagt, okay, dann lasst uns mal voraussetzen, dass der Tempel Gottes dort auch die Gemeinde ist. Oder die Kirche, die Kirche. Ich kann da kein CH, ich bin ein Pfälzer, ja. Dass die Gemeinde oder die Kirche, ja. Und das, jetzt muss man aber sagen, der Antichrist setzt sich jetzt in die Kirche. Ja, in welche? Hier in Interlaken oder in Rom oder in Moskau? Oder in welche? Wo, in welche Kirche soll sich denn der Antichrist jetzt setzen? Das funktioniert nicht, ja? Also sagt man, okay, ja, da müssen wir uns irgendwie eine Brücke bauen. Dann sagen wir, okay, das ist kein Antichrist, sondern das sind antichristliche Lehren, die sich in die Lehrmeinungen der Kirche einschleichen. Dann hat man das so lange gebogen und gedrückt, mit der Kneifzange abgeschnitten vorne und hinten, bis es irgendwie passt. Und das ist evangelische Theologie, Theologie der evangelischen Kirche, die sagt das. Das hat in gewisser Weise seine Berechtigung. Aber es passt nicht richtig, weil der Antichrist eine Person ist. Es ist doch der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Ja, sagt Paulus, beschreibt ihn Paulus. Das ist eine Person. Und eine Person ist keine Lehre, die sich in die Kirche der Dogmatik reinschleicht. Also ist diese Auslegung eine Krücke irgendwie. Ja? Jetzt gibt's die Leute um Roger Libby und Co., die sagen, ja, ja, nee, das ist ja ganz anders. Also seit 70 Jahren wissen wir ja, dass Israel wieder da ist, dass Jerusalem wieder da ist und die Juden werden nochmal einen Tempel bauen. Warum? Es steht in 2. Thessalonicher 2, der Antichrist setzt sich in den Tempel. Und dann muss der Tempel dort, der muss dann ein jüdischer Tempel sein und da kann der Antichrist sich auch als Mensch reinsetzen. Jetzt haben wir aber schon gesehen, Paulus schreibt nicht, dass der Antichrist sich in einen Tempel setzt, sondern in einen Tempel Gottes. Aber wir haben gesagt, ein jüdischer Tempel ist kein Tempel Gottes mehr, weil der Christ die Opfer widerspricht. Und jetzt ist Hängen im Schacht. Jetzt passt das nicht und das passt aber auch nicht, wenn man ehrlich ist. Ja? Und jetzt stehen wir da so mittendrin und irgendwie kommen wir zu keinem richtigen Schluss und man muss das stehen lassen. Ja? Wenn man jetzt aber sagt, angenommen, Jerusalem würde wiedergeboren in der letzten Zeit, die ganze Stadt an einem Tag und wäre dann ein Tempel Gottes, dann wäre ja Jerusalem sowohl ein physischer Tempel Gottes, geografisch bestimmbar in Jerusalem, als auch ein geistlicher Tempel, weil dort wiedergeborene Priesterschaft drin ist. Ja? Das heißt, die wiedergeborene Stadt Jerusalem würde beides erfüllen, physischer Tempel zu sein, in den ein Mensch hineingehen kann, der Antichrist, und auch ein Tempel Gottes zu sein, weil es da um Wiedergeburt geht, nicht durch Heer oder Kraft. Das würde bedeuten, die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems lässt uns plötzlich verstehen, was Paulus dort meinte. Paulus meint auch Gemeinde Jesu, wie wir in der Wortstudie ja gefunden haben. Aber er meint Gemeinde Jesu aus den Juden in Jerusalem. Und diese Kenntnis ist verloren gegangen. Und deswegen hängen die Theologen entweder und sagen, ja, das ist antichristische Lehre, die sich in die Kirche reinschleicht. Oder Roger Libby und Co. sagen, ja, die Juden bauen einen dritten Tempel. Wir dürfen aber wissen, nein, 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 das alles meinte Paulus alles nicht. Paulus wusste, dass Jerusalem in der letzten Zeit zum Glauben an Jesus kommt und dass dort Gemeinde Jesu in den Mauern Jerusalems ist. Dann ist Jerusalem ein Tempel Gottes und der Antichrist bricht nach Jerusalem rein und wird die alle töten. Und dann wird Jerusalem eine ganze Zeit lang in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche Hauptstadt des Antichristen und Hauptstadt des falschen Propheten sein und er lebt seine okkulten Vorlieben ungehemmt aus. So lange, bis der Ägypter kommt. Erinnert ihr euch noch dran? Der König des Südens greift doch da ein und nimmt Jerusalem. Haben wir gestern angeschaut. Wisst ihr noch? Das kommt nach 5 Monaten. Und dann ist diese okkulte Phase Jerusalem mit Ägypten und Sodom wird beendet. Und dann geht es mit Dynamis durch die 7. Jahrhundert und dann kommt Christus wieder. Ich will damit nur sagen, durch die Wiedergeburt Jerusalems hätten wir die Möglichkeit, auch 2. Thessalonicher 2 zu erklären. Wir wissen, dass Paulus dort einen Tempel Gottes meint. Ja? Und das macht für mich die Sache so spannend.
dass man das überall findet und überall hat man plötzlich Erklärungen dafür. Ja? Das werden sinnvolle Erklärungen. Ja? Und ich freue mich darüber, kindlich freue ich mich darüber, ja? Ja, dass Gottes Wort wahr ist und dass wir so einen Schlüssel haben können. Und deswegen versuche ich das überall irgendwo so reinzuschieben. Und was ich auch mache, haben wir gestern im Auto von gesprochen, ich tröpfel überall hin und sage, Israel wird zerbrechen. Dann sagen alle, nee, das kann nicht sein. Da sagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut, sagt er, vielleicht, aber auch nur deswegen nicht, weil ich Israel so lieb habe. Und das fand ich toll, ja. Also er sagt, er kann sich das nicht vorstellen, aber er sagt, vielleicht ist diese begrenzte Vorstellungskraft emotional beschränkt worden. Vielleicht, wenn ich die Emotion ablegen würde und mich Gottes Wort nähern würde, vielleicht würde ich sehen, dass das eine echte Option ist, ja. Ich streue das überall, weil ich glaube, das ist das Erste, was wir sehen werden, wenn es ernst wird. Dass Israel zerbricht, weil das wird der moderne Staat Israel in dieser feindlichen Umgebung nicht lange überleben. Das ist klar. Da wird irgendwas passieren. Ja, das bleibt nicht so auf Jahre. Wenn Israel zerbricht, dann geht das schnell, dann fängt die Dynamik an. Und deswegen streue ich das überall. Und selbst wenn die Leute sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, glaube und hoffe und bete ich, dass die, wenn das passiert, wenn wir das noch erleben sollten, dass die sagen, oh, da war doch mal was. Da hat doch mal irgendjemand hat doch mal da was irgendwann erzählt, ja? Weil das bleibt schon im Kopf irgendwo hängen, ja? Und ich glaube, dass Roger Libby ganz viele Mails bekommt dann. Ja, das ist so, dass das angeblich 1,5 Millionen Dollar gekostet hat, irgendeinem reichen Amerikaner, der mit Israel sehr verbunden ist und die Menorah da wohl bezahlt hat. Ich sag, lass doch mal konsequent weiterdenken. Ja, also es gibt ein Erdbeben, der Felsendom ist kaputt gegangen, die Juden räumen den weg, bauen dort einen Tempel, stellen da die Menorah rein, die ja übrigens wir sind, ja? Wir haben die Menorah, haben wir eben den Juden weggenommen, ja? Wir sind ja Leuchter. Aber gut, wir lassen ihn, kein Problem. Menorah stellen wir rein, Schaubrottisch bauen wir uns auch ein, stellen da auch Schaubrote rein. Jetzt Bundeslade, jetzt wird's schwierig. Ha, irgendwo kriegen wir auch noch eine Bundeslade her. Aber wir brauchen die 2 Tafeln mit 10 Geboten, die Gott selber da drauf geschrieben hat. Kriegen die überhaupt einen kompletten Tempel zusammen? Wenn wir schon mal irdisch baukonstruktiv sprechen wollen, dann lasst uns das auch konsequent, da müssen wir konsequent durchdenken. Können die überhaupt einen kompletten Tempel bauen? Nein. Sind sie immer mit ihrer roten Kuh dran, mit ihren Genexperimenten, also ich bitte euch, um Himmels Willen. Dieses rote Kälblein war Christus. Der ist für uns verbrannt und geopfert worden. Und das Wasser dieses roten Kälbleins reinigt uns. Das ist Geisteswasser. Wir haben eine rote Kuh. Wir haben alles. Kommen wir gleich drauf. Ich will damit nur sagen, viele sagen, das ist schon vieles fertiggestellt worden. Ja? Aber ich sage, ist denn alles fertig? Nein, ist es nicht. Die Bundeslade ist weg, jetzt sind sie beim Papst dran und sagen, du hast bestimmt die Bundeslade geklaut irgendwo, gib die mal wieder raus und die Menorah auch, die ist auf dem Titusbogen. Ja? Aber woher die zehn Gesetzestafeln nehmen? Ja? Und selbst wenn sie die 10 Gesetzestafeln finden würden, und selbst wenn sie einen hohen Priester haben mit allem drum und dran, hat er auch Urim und Thummim in seinem Brustschild. Ich frage ja nur, ja, was ist denn schon alles fertiggestellt? Und wie wollen die denn Urim und Thummim fertigstellen? Ihr seid doch Urim und Thummim. Das Haus David und die Bürger, wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten und nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, ja. Wer will denn Urim und Thummim holen? Ja, und wenn sie Urim und Thummim hätten, wären dann ihre Opfer gültig vor Gott? Nein. Das heißt, selbst wenn alles das möglich wäre, die Menorah und den Schaubrottisch und die Bundeslade und die Gesetzestafeln und wegen mir auch die rote Kuh, gebt ihnen auch den Priester und alles, wären die Opfer gültig vor Gott? Nein, sie sind vor Gott, Entschuldigung, ein Gräuel, weil sie das Blut seines Sohnes mit Füßen treten. Also, Entschuldigung, also kann das kein Tempel, das ist meine Argumentation, das kann kein Tempel Gottes mehr sein. Ja, Johannes und auch Paulus hätten im Neuen Testament niemals einen jüdischen Tempel als den Tempel Gottes bezeichnet. Warum nicht? Weil sie selbst den Tempel, der damals ja noch stand, nicht mehr als Tempel Gottes bezeichnet haben. Versteht ihr? Als Paulus da schreibt, stand doch noch der Tempel dort. Selbst den hat Paulus, sondern Paulus hat gesagt, ihr in Korinth, ihr seid ein Tempelgeist, ihr seid ein Tempel Gottes. Da haben die Pharisäer gesagt, merkt ihr, dass der Paulus nicht mehr ganz bei Trost ist? Hier ist doch der Tempel. Ihr könnt ihn anfassen. Das ist aus Holz und Stein. Ja, hier sind die Priester. Mit euren eigenen Augen könnt ihr das sehen. Ja, das ist hier der Tempel Gottes.
Den hat uns Gott gegeben. Ja gut, der Herodes hat ihn fertig gebaut, aber doch, das ist hier die Stelle. Ja? Und wir haben nicht nur einen, wir haben mehrere Hohepriester. Hier wird geopfert. Das könnt ihr mit mehr, was faselt denn der Paulus von einem spirituellen Tempel in Korinth? Der Mann ist vollkommen wahnsinnig. Das wurde über Paulus gesagt. Ja? Ihr zitiert, wenn ich euch frage, wer ist der Tempel Gottes, ihr zitiert das alles aus der Hosentasche, weil ihr das Neue Testament, wir haben das seit 2000 Jahren. Aber das war damals ein Skandal. Das war Gotteslästerung. Du redest wieder das Gesetz und wieder diese Stätte, weil du behauptest, in Korinth bei den unbeschnittenen Goi stünde der Tempel Gottes. Der steht doch hier, ist doch schon alles fertig. Roger Libby, Entschuldigung, argumentiert wie ein Pharisäer, wie ein Rabbiner, der argumentiert irdisch. Und wenn ich es ganz konkret noch ein bisschen auf die Spitze treiben soll, ich will dem Roger Libby nicht, der hat ein großes Verdienst, ja, ich habe auch viel gelernt bei ihm, ich will ihm persönlich nichts, aber an seiner Theologie krittel ich rum, weil er die veröffentlicht hat. Und wenn er das öffentlich macht, darf man auch öffentlich darüber sprechen. Es geht ja nicht, dass man ihn in Person jetzt irgendwie beleidigen will, da geht es nicht drum. Aber wenn er über den Tempel in Jerusalem spricht, dann spricht er davon irdisch. Er spricht wie Nikodemus von seiner Wiedergeburt, biologisch, soll ich in den Leib meiner Mutter gehen? Ja? Irdisch, biologisch, nicht geistlich, konnte Nikodemus ja auch nicht. War ja noch nicht wiedergeboren. So, jetzt gehen wir ins Neue Testament, es sagt Roger Libby als wiedergeborener Christ, spricht er von dem Tempel Gottes wie ein Jude. Das will mich in den Kopf. Der sagt, der jüdische Tempel ist ein Tempel Gottes, das will mich in den Kopf. Ja, das haben wir in unserer Wortstudie gesehen, dass es geht. Wir sehen, dass die Opferriten nicht mehr gelten vor Gott, dass die ein Gräuel Gottes sind. Wir sehen, dass die Priesterordnung geändert hat vom aaronitisch-levitischen zum Priestertum Christi. Wir haben 2000 Jahre Christenheit hinter uns. Wir sind der Tempel, Entschuldigung, wir sind der dritte Tempel. Wie kann dann jemand hergehen und sagen, die Juden bauen einen Tempel und das ist jetzt ein Tempel Gottes, da setzt sich der Antichrist rein. Das ist für mich eine Form von Blindheit. Aber ich möchte, dass ihr ungefähr nachvollziehen könnt, wo wir hier drauf treffen und was euch auch als Theologie verkauft wird. Ja? Vielleicht ist er da überzeugt von. Ich bin da nicht von überzeugt. Und ich kann auch zeigen, warum ich da nicht überzeugt bin von. Und ihr könnt das ja auch nachvollziehen, wenn man mal richtig drüber nachdenkt über den Tempel. Ja? Und deswegen empfinde ich das als so ein großes Geschenk von dieser Wiedergeburt Jerusalems zu wissen, weil sich dieses Dilemma löst sich plötzlich auf. Und da sage ich, preis den Herrn. Und ich sage das nicht oft, Halleluja. Ja? Ja? Und da freue ich mich. Und das wäre ein Schlüssel, um all diese Dinge zu... Und deswegen würde ich mir wünschen, die Theologen würden sich dem mal annehmen. Das ist der Grund dafür. Weil das der Gemeinde Jesu nützt. Weil wir sehen, das Wort Gottes bewegt sich hier. Und wir haben plötzlich die Lösung dafür. Und wir sehen, dass das, was Paulus schreibt, hochexakt war. Ja? Und das Niveau, was die da die kannten Daniel 11, die kannten Daniel 7 und 8. Paulus sagt, da haben wir doch drüber gesprochen. Die wussten vom Auseinanderbrechen Israels. Wow. Die wussten von einem Tempel Gottes, die wussten, wer noch aufhält. Wir wissen das alles nicht mehr. Wir interpretieren da Sachen rein und glauben, dass das die gesunde Lehre wäre und glauben, dass wir das Geheimnis schon verstanden hätten. Und plötzlich kommt das mit der Wiedergeburt Jerusalems. Das wäre ein großer Gewinn für die Gemeinde Jesu, wenn man darüber nochmal neu nachdenken würde. Und ich glaube, irgendwann kommt das auch. Vielleicht erlebe ich da doch nicht mehr mit, ja, ist nicht so schlimm. Aber irgendwann bricht das auf wieder. Ja, das wäre natürlich schön. Und das Evangelium geht wieder nach Hause. Jesus kommt. Ja. Und nicht nur so proklamiert, was auch alles gut ist, ja, sondern wir spüren das den Texten ja geradezu ab, dass hier was zum Zerreißen gespannt ist. Ja. Und dass die Juden jetzt soweit schon sind und alles soweit schon fertiggestellt haben, das mag sein. Sie seien Mücken und sie verschlucken Elefanten. Sie sollten sich zu Jesus bekehren. Wenn sie Jesus als Messias anerkennen würden, würden sie dann noch einen dritten Tempel bauen wollen? Nein, oder? Weil sie dann wüssten, wir sind der dritte Tempel, wir glauben an Jesus, wir haben Gottes Geist. Versteht ihr? Sie wollen nur deswegen einen dritten Tempel bauen, weil sie nicht an Jesus glauben. Wenn sie an Jesus glauben würden, würden sie keinen dritten Tempel, sie würden ihn gar nicht vermissen. Wie kommt Roger Libby jetzt dazu zu sagen, die müssen einen Tempel noch bauen? Ich kann das nicht verstehen. Man kann das ja behaupten, aber man muss sagen, das ist eine Vermutung. Ja, und der Text hat da bestimmte Unsicherheiten oder ich bin da nicht ganz sicher, dann darf man das so auslegen.
Aber man darf nicht sagen, vermutlich ist es so und dann im Lauf der Predigt macht man ein Dogma draus. Das darf man nicht tun. So ein Dogma steht auf tönernen Füßen. Ja. Gut. Aber wir sind auch eigentlich durch das, ist die Bundeslade, oder? So sieht eine Bundeslade aus. Vielleicht, ja. Echtes Gold. Christus, massives Gold. Und die Gemeinde vergoldet. Unverdienterweise gehören wir dazu, ja. Aus Holz. Und das wird wieder entstehen. Das ist Christi Ziel. Das wird er tun. Da will er hin. Und er bringt uns auch dahin. Ja, das gute Werk, was er angefangen hat in uns, das wird er auch vollenden. Und das hat schon angefangen in uns. Und innen drin ist Gottes Wort. Das wohnt in euch, wohnt Gottes Wort. Und in mir wohnt Gottes Wort. Und Christus ist Gottes Wort. Und das Wort ist Geist. Und der Geist ist Gott. Und Gott ist das Wort. Und das Wort ist Christus. Und Christus ist das Wort. Und das Wort ist... Versteht ihr? Das ist immer eins. Deswegen will der Teufel nicht, dass ihr Ruhe habt, um die Bibel zu lesen. Die nächste Verbindung zu Gott, die ihr heute haben könnt, im Geist und in Wahrheit, ist nicht Zungenrede und nicht kontemplatives Gebet, sondern das Lesen des Wortes Gottes. Das ist der direkteste, unmittelbarste Kontakt zu Gott. Und der Teufel wird alles daran tun, um euch davon abzuhalten. Ja? Wenn ich die Bibel aufmache, klingelt sofort das Telefon. Machst du das wieder auf, ja? Oder es klingelt an der Tür. Oder mir fällt was ein, was ich noch ganz dringend machen muss. Beim Beten auch. Wir hören jetzt auf, ja? Ich fand nur schön, ein amerikanischer Prediger hat gesagt, ich nehme mir einen Bleistift und ein Blatt Papier und dann bete ich. Und dann fällt mir garantiert was Wichtiges ein. Und dann schreibe ich das schnell auf und dann bete ich weiter. Das fand ich so einen super praktischen Tipp, ja? Habe ich mir gedacht, das ist eine gute Sache, das mache ich auch. Kann man beim Bibellesen auch machen, ja? Aber das wird kommen und da arbeitet Jesus schon. Das ist was Schönes, da gehören wir zu. Und Gott öffnet uns Stück für Stück die Augen, dass sein Wort wahr ist, ja? Dem Herrn sei Lob und Dank. Dann beten wir noch zusammen und dann schließen wir ab. Ja? Vielleicht singen wir dann noch ein Lied. Lieber Herr Jesus, wir danken dir sehr herzlich für dein Wort, für die Gemeinschaft, die du uns schenkst, in dir, in deinen Gedanken. Wir danken dir dafür, dass dein Wort so sehr tief ist und dass wir sehen dürfen, dass das alles schon sehr lange angelegt gewesen ist, in deinem Wort, schon im Alten Testament angelegt worden ist. Damit wir glauben, damit wir sehen, dass dein Plan schon lange fest lag und wir sehen, dass dein Plan noch in Erfüllung geht an Israel, an uns, an der Welt und dass alles gut werden wird, weil alles in deiner Hand steht. Und auch wenn wir Zeiten erleben, die schwierig sind, so wissen wir doch, dass das alles nur Durchgang ist und dass das alles aufgelöst werden wird, wenn du kommst und alle Weltreiche zerstörst und dein Reich aufrichtest und darüber hinaus uns zu dir holst und wir dich sehen dürfen, so wie du bist. Und der Psalmist sagt, dass er wach werden wird, wenn er dich sieht und wenn er gesund werden wird an deinem Bild. Da freuen wir uns drauf, dass wir dich sehen dürfen, dass wir bei dir sein dürfen und dich von Angesicht sehen dürfen und gesund werden dürfen und heil werden dürfen. Durch deine Nähe, durch deinen Geist und durch den Himmel, den du uns bereitet hast. Wir danken dir für den Abend, bitten dich auch um deinen Segen, noch für die Gespräche, die wir noch führen, dass du unter uns bist. Und wir rühmen und preisen deinen Namen. Amen. Amen.